Selbst schuld. Naja. Dann haben wir wieder ein Ladescreen, sorry. Ladebildschirm, Ladebildschirm. Lade, lade, Ladebildschirm. Oh yeah. Okay, Nadja, ich bin zurück bei der Anlage. Hast du einen Tipp, wo ich suchen soll? Okay, okay. Zuerst die Samenkapsel. Die Blumen wachsen in den Höhlen in der Umgebung. Es sind nie genug, um dich krank zu machen. Da solltest du ohne Gefahr welche davon sammeln können. Die Lebern sollten einfach sein. Die Hirsche dort fressen diese Blumen. Du musst sie also nur aufspüren. Wegen des Insektizids habe ich eine Idee, wo wir etwas davon finden können. Großvater hat mir beigebracht, Russisch zu lesen. Ich gehe gerade alte Ausrüstungsverzeichnisse durch, um zu sehen, wo sie es aufbewahrt haben. Ich sag Bescheid, wenn ich es gefunden habe. Okay, dann werde ich jetzt die anderen Vorräte sammeln. Das hört sich doch nach einem Plan an. Voll. Was nehmen wir denn? Oh. Dann machen wir ordentlich was an Munition verbraten, wa? Der ist schon gerissen. Schrei doch nicht so rum, Junge. Oh Mann, wie der geflogen ist. Geil. Also. So. Nummer 2. Ah. Sorry. Die kann ich leider auch nicht looten, ne? Natürlich nicht. Ah, guck mal, Wäldchen. Fälle, Fälle, Fälle. Brauchen wir nicht auch noch. So, guck mal, in der Höhle gibt's sogar was. Oh, Öl. Ist voll. Das ist nicht gut warm. Fälle, Fälle, Fälle. Ja, ja, ihr habt mich gehört. Ist ja gut. Das sind die Blumen. Jetzt brauche ich die Samenkapseln. Hallo? Danke. Lara, das hier willst du sicher hören. Ich halte dich rein. Team Bravo wird noch vermisst. Seit dem Notruf haben wir keine Übertragung mehr bekommen. Wir müssen ein Rettungsteam losschicken. Beendet die Patrouille bei der Sowjetanlage. Versucht die Spur des einheimischen Mädchens aufzunehmen. Sie hat was mit dem Verschwinden von Bravo zu tun und wir brauchen mehr Infos, bevor wir weitere Leute einschicken. Verstanden?
du dich in Sicherheit bringen. Ich bin in einem alten Unterschlupf und habe draußen Seilfallen aufgestellt. Im schlimmsten Fall gibt es einen Tunnel, durch den ich fliehen kann. Aber ich muss die Liste noch fertig nehmen. Ist das normal für dich, Lara? Ich bin das nicht gewohnt. Also, dass man mich... Ich glaube nicht, dass man mich daran gewöhnt. Also, pass auf. Tja, Dudes. Schon kacke, ne? So, ach Quatsch. Ach, da ist wieder ein Hirsch festgefroren. Wieder Munition. Oh Gott, ich muss niesen. Oh. Eieieiei. Lecco mio. Alles voll. Giftpfeile könnten wir auch mal neu bauen, ne? So, alles. Ah, Öl kann ich ja mitnehmen. Wenn ich schon hier bin. Das Grab haben wir. Dann gehe ich jetzt in die Höhle. Und vielleicht noch. Jawoll. Der sich nämlich verpieselt. Und noch eine Pflanze. Weil bevor sich die verpieseln, lieber die Felle mitnehmen. Ey, machst du vielleicht mal... Oh, mit Gamepad bin ich echt schlecht, was das Zielen angeht. Aber ist mir wurscht. Ich fände das jetzt viel lustiger, wenn sie mal das Licht anmachen würde. Oh, wie viele Fälle haben wir denn? Gar keine. Doch, 35. Läuft, ne? Diese Chemikalie aus Großmutters Notizen. Phenothiazin. Ich glaube, ich habe sie gefunden. Sie haben sie in den unteren Stockwerken des Kupferwerks aufbewahrt und damit im Sommer die Termiten bekämpft. Bist du sicher, dass es diese Chemikalie ist, Nadja? Ich bin sicher, dass es die Chemikalie aus Großmutters Rezept ist, aber ich weiß nicht, ob man sie gefahrlos trinken kann. Das werden wir wohl rausfinden. Ich gehe jetzt dorthin. Na, alles klar. Dann gehen wir dort jetzt hin. Müsste da hinten sein, ja. Ja. Jetzt haben wir wieder ein paar Fälle. Das haben wir schon gelootet. Ah ja. Wir kennen uns ja jetzt hier mittlerweile relativ gut aus. Da. Holz.
Ah, müssen wir die Leiter doch nehmen. Ist ja nicht so, dass wir hier schon... Ach da, okay. Da müssen wir ja gar nicht so weit laufen, cool. Das ist cool. Munition. Nee, das. Gefunden. Ich vermische jetzt die Zutaten. Was Neues von der Patrouille? Hab gerade eine Übertragung empfangen. Die sind auf dem Weg. Wo sind sie jetzt? Sie. Oh nein. Sie kommen direkt auf dich zu. Du könntest dagegen vorbeischleichen, aber es ist vermutlich zu spät. Tut mir leid, Lara. Verdammt. So. Ich hab dich. Alle Pfeile weg? Naja, macht nichts. Blut tut immer noch gut. So, und da wir... Die... Na, das passt gar nicht so in die Schande. Entschuldigung. Dann nehme ich das andere Basisfangen. Ist ja jetzt nicht so das Problem, dass wir hier nicht die Auswahl hätten. Nicht wahr? So, ab zum Basisfangen. Oh, zwei Fähigkeitspunkte. Oh, haben wir jetzt gelernt. Ausweichkill und Tod von oben. Da werde ich erst den Tree Upgrades verfügbar. Ah. Ah, habe ich ja noch nicht gelernt. Immer noch nicht. So, aber ich kann... Ich habe nur noch ein Bärenfell. Egal. Ach ja, stimmt, das andere Bärenfell war ja für den größeren Ölbeutel. Großer Munitionsbeutel fertiggestellt. Das heißt, wir haben jetzt alles fertiggestellt. Waffenupgrades sind verfügbar. So, fangen wir jetzt bei dem Recurve-Bogen an. Den kann ich machen. Was brauche ich hierfür? Natürlich wieder Leder. So, was brauche ich hierfür? Den kann ich machen. Kann ich nicht machen. Jetzt fangen wir nämlich langsam an. Den Revolver. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Jetzt einmal alles so ein bisschen durch. Schwere Pistole, Mondschatten, Revolver, alles klar. Gewehre.
einfach nichts mehr. Vorbote. Pumpgun. Kipplaufflinte. Nehmen wir erstmal die Kipplaufflinte, ne? Jawohl. Einfach machen. Schnellreise. Basislager Gottloses Tal. Oder? Oder guck ich. Oh! Naja, ich glaube, ich guck nochmal, ob ich hier ein bisschen Fake kriege. Wahrscheinlich jetzt nicht mehr so viel. Und mit der Schrotflinte ist das Jagen echt einfach. Nochmal Öl auffüllen. Ölchen. Ah, Holz, Holz, Holz. Holz kann ich noch mitnehmen. Pflanzen kann ich noch mitnehmen. Nochmal ein bisschen auffüllen. War gemein. Das weiß ich selber. Da liegt es. Aber es gehört leider mit dazu. Ich meine, ich brauche die Sachen ja auch noch, ne? Ist jetzt für euch vielleicht ein bisschen langweilig. Wenigstens verletzt. Und erlöst. Bin ja kein Unmensch. Naja, eigentlich schon. Oh, das soll es dann jetzt auch erstmal gewesen sein, was die Jagd angeht. Voll. Oh, Holz ist wieder voll, sehr schön. Das mache ich dann wirklich mal irgendwann offscreen und dann nehme ich euch nochmal mit, denke ich. Und ja. Ehrlich gesagt wollte ich jetzt gerade auch nur 2-3 Minuten noch überbrücken. Weil wir sind jetzt erstmal am Ende dieser Folge. Nochmal gerade ein kurzes Päuschen. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.